Siebtes Kapitel: Das tägliche Ringen. Der Glaube, unser Halt und unsere Hoffnung. Zitat Josef Ratzinger: So wie also der Gläubige sich fortwährend durch den Unglauben bedroht weiß, ihn als beständige Versuchung empfinden muss, so bleibt dem Ungläubigen der Glaube Bedrohung und Versuchung seiner scheinbar ein für allemal geschlossenen Welt. Mit einem Wort, es gibt keine Flucht aus dem Dilemma des Menschseins. Wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen, der seinerseits noch nie endgültig gewiss sagen kann, ob nicht doch der Glaube die Wahrheit sei. Der Glaubende wie der Ungläubige haben, jeder auf seine Weise, am Zweifel und am Glauben Anteil, wenn sie sich nicht vor sich selbst verbergen und vor der Wahrheit ihres Seins. Was wäre unser Glaube, würde er nicht durch das tägliche Leben herausgefordert? Gerade in den menschlich schwierigen Situationen stehen wir als Christen vor der Entscheidung: Gehe ich bis zur letzten Konsequenz im Glauben oder lasse ich alles laufen? Es sind genau diese Momente, von Gott zugelassen, die uns wachsen lassen, oft über uns selbst und unsere Grenzen hinaus. Sie helfen uns zu verstehen, ob das Haus auf leicht beweglichem Sand gebaut ist oder tief gegraben und gegründet auf den Felsen auf Christus. Oft kommen uns dabei mutige und selbstlose Menschen mit ihrem Beispiel und Gottvertrauen zu Hilfe. So wie der heidnische Hauptmann aus Kapharnaum, den Jesus für seinen Glauben lobte, begegnen uns in diesem Kapitel Menschen, die sich voll Vertrauen an den Priester wenden, einfach weil er Priester, das heißt Vater und Mann Gottes ist. 61. Zeugnis: Gott hält sein Wort. Von Yelman Francisco Bustamante Solorza, Spanien. Ich befand mich im Fahrbüro, als ein ausländischer junger Mann eintrat und mich um eine Arbeitsstelle bat. Er brauchte Geld für seine kranke Mutter und erzählte mir, dass ihn eine ausländische Familie für 200 Euro im Monat bei sich wohnen ließ. Nun aber war er schon 3 Monate mit der Miete im Verzug. Ich beschloss, ihm von den Mitteln der Caritas-Tapferei einen Scheck über 400 Euro auszustellen, damit er wenigstens 2 Monatsmieten bezahlen könne. Als ich dem jungen Mann den Scheck in die Hand drückte, begann er zu weinen. Da sagte ich zu ihm: Kommen Sie, Sie brauchen sich doch hierfür nicht zu schämen. Er antwortete: Ich schäme mich nicht, Padre. Ich weine vor lauter Dankbarkeit. Heute war ich nämlich drauf und dran, Geld zu stehlen. Ich stand vor einem Geldautomaten, an dem 2 Frauen zuvor Geld abheben wollten. Er funktionierte aber nicht und sie waren mittlerweile weitergegangen. Ein wenig später allerdings spuckte der Automat das Geld doch noch aus und ich überlegte mir, ob ich es behalten solle, weil ich es ja brauchte. Aber meine Mutter hatte mir beigebracht, dass es besser ist, zu betteln, als Geld zu stehlen. Deshalb machte ich mich auf die Suche nach den beiden Frauen. Als ich sie gefunden hatte, übergab ich ihnen die Scheine. Sie bedankten sich nur kurz und verabschiedeten sich sogleich. Da habe ich zu Gott gesagt: Ich habe meine Pflicht getan und du kennst meine Probleme. Ich weiß, dass du mich nicht verlassen wirst. Gott ließ mich nicht lange auf seine Antwort warten. Denn soeben, also noch am selben Tag, haben Sie, Padre, mir genau den Betrag gegeben, den ich hätte stehlen können. Gott sei Dank habe ich es nicht getan. 62. Zeugnis: Wie stirbt ein Atheist? Von Carlos Marin, Kolumbien. Ich war Kaplan im Krankenhaus Santa Fe in Bogotá. Eines Tages wurde ich gerufen, um einem Patienten in seiner Todesstunde beizustehen. Niemand hatte mir vorher gesagt, dass er nicht an Gott glaubte. Als ich in sein Zimmer trat, fragte er mich: Sind Sie Priester? Ja. Dann verschwinden Sie, ich brauche keinen. Ich blieb da, schwieg und rührte mich nicht. Warum gehen Sie nicht? Fragte er gereizt. Intuitiv, ohne nachzudenken, antwortete ich: Schauen Sie, mein lieber Freund, in meinem langen Leben habe ich immer wieder heilige Menschen hinübergehen sehen, aber ich habe noch nie miterleben dürfen, wie ein Atheist stirbt. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Der Mann blieb für eine Weile still. Dann öffnete er die Augen und sagte zu mir: Setzen Sie sich und lassen Sie uns miteinander reden. Ich war 2 Stunden bei ihm, so lange dauerte seine Beichte. Am folgenden Morgen starb er friedlich.
Dies war einer jener Momente in meinem Leben, in denen ich deutlich das Wirken des Heiligen Geistes spürte. 63. Zeugnis. Mögen Engel dich geleiten, von Thomas Patrick Hall, USA. Der auf dem NATO-Stützpunkt in Sizilien tätige Militärkaplan hatte eine Besprechung mit Priestern, die zu Besuch bekommen waren. Viele unserer Priester waren in den letzten Tagen des Balkankrieges den Flüchtlingen beigestanden. Ich verließ die Versammlung gegen 11 Uhr abends und machte mir Gedanken über die Heimfahrt. Eigentlich wollte ich eine Abkürzung um den Ätna herumnehmen, aber die Straße war blockiert. So wich ich auf die Autobahn aus. Ich war müde und nicht gerade erfreut über den Umweg. Nach weniger als 2 Kilometern auf der Autobahn verlangsamte sich der Verkehr bis auf Schritttempo. Ich schaute mich um und bemerkte ein Feuerwehrauto und einen Leichenwagen. Ich suchte im Handschuhfach nach den heiligen Ölen und fing an, in Gedanken die italienische Formel für die Krankensalbung zu wiederholen. Als ich am Unfallort ankam, waren dort überall Angehörige der US-Marine in tarnfarbenen Uniformen. Die Carabinieri versuchten, mich wegzuschicken, aber als ich ihnen sagte, dass ich Priester sei, ließen sie mich durch. Das Unfallopfer war ein junger Soldat der US-Marine aus Nebraska. Er war aus seinem Jeep geschleudert worden, weil er ohne Sicherheitsgurt unterwegs gewesen war. Der Aufprall hatte ihm grauenvolle Verletzungen zugefügt, wie ich sie noch nie zuvor gesehen hatte. Seine Hände waren noch warm, als ich ihn mit dem heiligen Öl salbte. Während ich die letzten Gebete sprach, starb er in meinen Armen. Meine Gedanken gingen zu seinen Eltern, die weit entfernt in Nebraska lebten und die es bald vor Schmerz zerreißen würde. Als der Leichnam abgeholt wurde, formten die anwesenden Marinesoldaten, die meisten davon noch sehr jung, eine Art menschlicher Mauer. Sie wollten verhindern, dass vorbeifahrende Autofahrer neugierige und taktlose Blicke auf den Toten werfen konnten. Eine noble und spontane Geste, die die Würde des jungen Soldaten schützen sollte. Seine Verletzungen waren so schwer, dass sich der Kopf vom Körper löste, als er hochgehoben wurde. Betroffen kehrte ich zur Militärbasis zurück und sprach noch länger mit den Soldaten, die bei der Tragödie dabei gewesen waren. Für viele war es eine traumatische Erfahrung gewesen. Um 2 Uhr nachts fiel ich todmüde ins Bett. Am nächsten Morgen sollte ich für die Soldaten, die frisch auf der Insel angekommen waren, eine Willkommensrede halten. Ich schaute in ihre Gesichter und auf einmal war mir alles klar. Es war kein Zufall, dass ich am vorigen Abend dort auf der Autobahn mit dabei gewesen war. Sicher hätte der Vater des jungen Soldaten im schwersten Moment seines Lebens bei seinem Sohn sein wollen, aber er konnte es nicht. Ich dagegen schon. Ich nahm seine Stelle ein. In diesem Augenblick war ich für den Jungen der Vater. Die Vorsehung hatte mich gerade in diesem Moment dort haben wollen, um seinen Leib zu salben, ihn in den Armen zu halten und zu beten: Zum Paradies mögen Engel dich geleiten. 64. Zeugnis. Glauben auch wieder alle Trostlosigkeit. Von Victor Ricardo Moreno Nolguin, Kolumbien. Es geschah in der Nacht vom 8. auf den 9. März 1997. Ich hatte noch immer den Lärm von berstenden Steinen und Glas in den Ohren, als ich mit dem Auto der Pfarrei zur Polizeistation fuhr, die durch mehrere Explosionen fast ganz zerstört worden war. Um 4 Uhr morgens war der dunkle Ort nur durch das brennende Rathaus erleuchtet. Machtlos hatte ich zusehen müssen, wie 200 Guerreros zurückgekehrt waren, um uns erneut anzugreifen. Es folgten 5 Stunden der Zerstörung und des Todes. Der erste Schuss, den wir hörten, traf einen jungen Polizisten tödlich. Er kam aus Gutierrez, also aus der entlegensten und ärmsten Gegend in der Erzdiözese Bogotá. Mein Herz zog sich zusammen, als ich 2 junge Guerillakämpfer ununterbrochen klagen hörte. Sie flehten Gott an, sie sterben zu lassen. Sie lagen auf der Erde, zerfleischt von einer Bombe, die in ihren Händen explodiert war. Ich hörte ihre Schreie. Ich war erschüttert über das Unrecht und die Gewalt, die diese 2 Kinder Gottes so zugerichtet hatte und sie unnötig sterben ließ. Ich sah die Feuergeschosse, die Bomben und Granaten, die alle Anstrengungen der Familien zerstörten, und hörte das Kriegsgeschrei und das Wimmern der Menschen, die zu Tode getroffen und im Schmerz lagen. Mein Ruf stellt das Feuer ein, mit dem ich Leben zu schützen und die Versorgung der Verletzten gewährleisten wollte, unterbrach das Kriegsgemetzel nur für kurze Zeit. Ich konnte mich nicht länger vor den Geschossen verbergen, während meine Brüder verbluteten und langsam starben.
In dieser Nacht traf ich die zweitwichtigste Entscheidung meines Lebens, eine direkte Folge meiner ersten. Ich werde aus dem Versteck hinausgehen, um die Gemeinde zu schützen, die mir Gott anvertraut hat, auch auf Kosten meines Lebens. Da man die Tür nicht mehr öffnen konnte, trat ich aus der Garage heraus und schrie mehrmals: »Ich bin der Pfarrer, im Namen Gottes, schießt nicht mehr, lasst mich den Verletzten beistehen, verlasst unser Dorf.« Auf mein Rufen hin kamen langsam einige Polizisten heraus, verletzt und ganz benommen, mit ihren verwundeten Leibern, ihren wirren Gedanken und ihren von Hass besiegten Seelen. Ich sah das menschliche Antlitz klar vor mir, verletzt durch die Sünde. Es war das gleiche menschliche Wesen, dem ich bei der Priesterweihe zu dienen versprochen hatte. Das war die wichtigste Entscheidung meines Lebens gewesen. Aufgrund von verschiedenen Barrieren musste ich mich auf die Erde werfen. Meine von zerbrochenem Glas verletzten Hände erinnerten mich daran, was Selbsthingabe bedeutet, nämlich Ganzhingabe. Ich sah einen Mann, der mit einem Maschinengewehr auf mich zielte und dann auf mich schoss, während ich ihm zu helfen versuchte. Das hat mich an unsere Undankbarkeit gegenüber der göttlichen Barmherzigkeit erinnert. Ich wusste, dass dieser Mann in geistiger Verwirrung handelte. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, beschützt zu werden, da mich keines dieser Geschosse erreichte. Das Pfarrauto wurde als Krankenwagen verwendet. Das Jugendzentrum, das schon einmal von derselben Guerilla zerstört worden war, wurde in ein Krankenhaus umfunktioniert. Schließlich wurden die Hände des Priesters, meine Hände, die täglich das Opfer der Eucharistie darbringen, zu den Händen eines Krankenpflegers, der die Leiden von Menschen linderte, die das grausame Kampfgeschehen miterlebt hatten. Ich hatte damals ja schon Erfahrung, da ich in früheren Jahren als Freiwilliger beim Roten Kreuz ausgeholfen hatte. Müde und schmerzerfüllt traten die Gläubigen langsam aus ihren Zufluchtsstätten hervor, um sich zusammen mit ihrem Hirten der Aufgabe zu widmen, den Verletzten beizustehen, die Leichen der Freunde zu holen und das Essen für jene zu bereiten, die kein Haus mehr hatten. Die Wunden von Leib und Seele zu heilen, neue Hoffnung zu geben, durch die Verkündigung des Evangeliums für den Wiederaufbau der Gemeinde zu arbeiten, für eine Gemeinde, die den Frieden Christi bringt, den Menschen, die unter Gewalt gelitten hatten, neue Horizonte eröffnen. Mit diesen guten Vorsätzen feierten wir an jenem Sonntag die Heilige Messe. Nach den Worten »Durch Christus«, »Mit Christus« und »In Christus« sangen wir das Amen, sprachen das Vaterunser und beteten Hand in Hand. Als der Moment des Friedensgrußes kam, küssten und umarmten wir einander und teilten dann miteinander den Leib des Herrn. Unsere liebe Frau vom Karmel, die Schutzpatronin der Pfarrei, hat mich und andere vor dem Tod bewahrt und uns alle miteinander vereint. In den Medien berichteten wir vom Schmerz, den wir durchlebt hatten. Wir baten um Hilfe, um die zerstörten Häuser wieder aufbauen zu können. Ich hatte Beichtende von ihren Sünden losgesprochen. All dies war Teil und Nachspiel einer außergewöhnlichen und tief durchlebten Erfahrung als Priester. 65. Zeugnis. Ein Vater für alle. Von Jerry Ikwechukwu Nworie, Nigeria. 1999 war ich im 6. Jahr Priester und wurde als Pfarrer in meiner Heimatpfarrei in Nigeria eingesetzt. Die Ereignisse, über die ich jetzt berichte, lehrten mich, welche Vorstellung die Menschen von einem katholischen Priester haben. Das Erlebnis beschreibt einen der schwierigsten, aber auch tiefgreifendsten Momente in meinem Priesterleben. Nach der Messe und dem Frühstück ging ich an einem Donnerstag meinen Verpflichtungen nach, die mich an diesem Tag als Pfarrer erwarteten. Als ich gegen 6 Uhr abends nach Hause kam, erfuhr ich, dass die Familie einer hochschwangeren Frau dreimal versucht hatte, mich zu erreichen. Bevor ich mich setzen konnte, um mein Mittagessen zu mir zu nehmen, das mittlerweile zum Abendessen geworden war, meldeten sich die Angehörigen der Frau wieder und baten mich, sie mit dem Auto ins Krankenhaus zu bringen. Die Frau lag schon seit dem Morgen in Wehen, litt unter Blutverlust und war in schlechter Verfassung. Ich bereitete mich schnell auf die Fahrt vor und nahm für alle Fälle ein wenig Geld mit. Wir fuhren zu der Frau, setzten sie ins Auto und brachen auf ins nächste Dorf, um sie dort so schnell wie möglich in ein Krankenhaus einzuliefern. Während der Fahrt fragte ich die Angehörigen, ob sie schon wüssten, in welches Krankenhaus wir die Frau bringen sollten. Mit Erstaunen erfuhr ich, dass sie sich darüber keinerlei Gedanken gemacht hatten. Sie verließen sich einfach ganz auf mich und vertrauten darauf, dass ich das beste Krankenhaus finden würde. So entschied ich, sie zur Privatklinik eines Freundes zu bringen, der als guter Gynäkologe bekannt war. Dort angekommen, kümmerte sich der Arzt sofort um uns.
Da die Frau viel Blut verloren hatte, bat er uns dringend, eine ausreichende Menge Blut für die Transfusion zu erwerben. Ehe wir losfuhren, um das Blut zu besorgen, fragte ich die Angehörigen, wie viel Geld sie bei sich führten. Zu meiner Verwunderung antworteten sie, dass sie völlig mittellos waren. Ich streckte einen Teil des Betrages vor und versprach, den Rest später nachzuzahlen. Schnell kehrten wir ins Krankenhaus zurück und die Frau bekam sofort die Transfusion. Doch nach einer halben Stunde, gegen 1 Uhr nachts, verstarb sie. Der Schock saß tief. Alles war vergeblich gewesen. Ich tröstete die Angehörigen und verabschiedete mich, um für die Nacht eine Unterkunft zu finden. Mit Tränen in den Augen folgten sie mir bis zum Eingang des Krankenhauses und fragten mich, was sie tun sollten. Ich empfahl ihnen, bis zum Morgen nichts weiter zu unternehmen und dann, mit Blick auf das Begräbnis, die Überführung des Leichnams ins Dorf zu organisieren. In heller Verzweiflung erwiderten sie mir, dass für sie alles noch schlimmer werden würde, wenn ich ihnen nicht auch dabei behilflich wäre. Mein erster Gedanke war, wie soll ich in der Regenzeit in meinem Auto 4 Personen und die Tote über Straßen voller Schlaglöcher 20 Kilometer weit transportieren? Wir schafften es trotzdem. 3 setzten sich auf den Rücksitz und hielten den Leichnam fest, einer setzte sich vorne neben mich. Erschöpft kamen wir um 4 Uhr morgens wieder im Dorf an. Am meisten berührte mich bei alledem, dass diese Menschen, die nicht einmal an Gott glaubten, sich mir vollkommen anvertrauten, so als wäre ich ihr Vater, und zwar noch ehe sie wissen konnten, dass ich das alles für sie tun würde. In vielen Dörfern und Gemeinden Nigerias sieht man den Priester nicht nur als eine geistige Führungsperson an, sondern auch als einen echten Vater, der sich um jeden kümmert, sei er katholisch, christlich oder heidnisch. Das Priestertum genießt dort immer höchste Wertschätzung, selbst in schwierigen, von Skandalen geprägten Zeiten. 66. Zeugnis. Versuchungen von Luca Brenner, Italien. Es war Freitagnachmittag. Nach 3 Stunden im Beichtstuhl konnte ich endlich frische Luft schnappen und mich auf den Heimweg machen. Zügig lief ich über den breiten Gehsteig, der voller Jugendlicher war, die an mir vorbeieilten. Die Luft roch nach Frühling und die Bäume der Allee strahlten im Licht. Als ich in meinem schwarzen Priestergewand durch die Menge ging, vorbei an bunten Schaufenstern, dachte ich lächelnd, das ist mein erster Frühling nach der Priesterweihe. Auf einmal traf ich auf 2 ungefähr 20-jährige Jungen, die neben den Müllcontainern auf ihren Mofas saßen. Mir war gleich klar, dass sie mich schon seit einigen Minuten mit ihren Blicken verfolgt hatten, während sie so taten, als würden sie sich unterhalten. Ich spürte, dass sie auf mich warteten. Als ich ganz in ihrer Nähe war, drehte sich derjenige, der mir am nächsten war, zu mir um, schaute mir direkt in die Augen und stieß einen Fluch aus. Darauf sagte ich nichts. Ich war einfach sprachlos. Weder verlangsamte noch beschleunigte ich meine Schritte, sondern ich ging einfach weiter, wie ein Mann, der es eilig hat. Aber dieser Mann war nun verstört. Er hatte durch die seltsame Begegnung den Kopf verloren. Ein Sturm von Gefühlen hatte ihn überrannt, Zorn, Schmach, Leid, Scham. Dieser Kopf dachte an das 3-stündige Beichthören, an die vielen Ratschläge, die man dabei geben muss, Ratschläge, die Zuversicht wecken sollten. Er redete sich ein, dass wohl alles unnütz gewesen war. Und die 2 Jungen, die währenddessen vergnügt grinsten, blieben immer weiter zurück. Jeder Schritt fühlte sich an, als wenn ich in einem Sumpf versinken würde. Im Sumpf des Lebens und seiner scheinbaren Sinnlosigkeit. Ich ging mit gesenktem Haupt, fixierte die immer gleichen Muster der Pflastersteine und das gleichmäßige Flattern der schwarzen Soutane, die sich bei jedem meiner hastigen Schritte bewegte. Als ich den Kopf hob, befand ich mich plötzlich vor einer Frau, die ganz alleine dort stand. Die Straße war nun menschenleer. Sie hatte eine große, klare Brille und weiße Haare, aber sie sah nicht wie eine alte Frau aus. Sie war schlank, gesetzt und gekleidet wie alle anderen Frauen. Da bemerkte ich, dass sie mich ansah, mich wohl schon länger beobachtet hatte. Als ich ihr näher kam, heftete sie ihren Blick auf mich, dann neigte sie den Kopf leicht nach vorne und flüsterte mir zu, »Gelobt sei Jesus Christus!« »In Ewigkeit Amen«, entfuhr es mir, fast ohne dass ich es bemerkte. Und mit langen Schritten und ohne anzuhalten, setzte ich meinen Weg fort. Ich drehte mich nur einmal kurz um und sah ganz klein sie und ihr Handtäschchen.
Plötzlich erfüllte ein strahlendes Licht die Tiefe meiner Seele. Ein Licht so klar wie der Tag. Ich bin nicht mehr ich. Ich bin ein Priester, der sich seiner Mission und des fürsorglichen und unerschütterlichen Beistandes unseres Herrn Jesus Christus sicher sein kann. Nicht mehr ich lebe, sondern er lebt in mir. 67. Zeugnis. Das Wichtigste im Leben, von Jorge Loring, Spanien. Eines Tages sagte mir ein Freund, geh und besuch den und den, denn es geht ihm schlecht. So stattete ich dem Kranken einen Besuch ab. Nachdem ich ein Weilchen mit ihm und seinen Verwandten zusammen verbracht hatte, sagte ich zu seinen Angehörigen, lasst mich jetzt mit ihm allein, denn wir wollen uns ein bisschen unterhalten. Als wir allein waren, sagte der Kranke, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie gekommen sind. Ich wollte Sie rufen lassen, aber ich hatte mich nicht dazu entschließen können, weil ich Angst hatte, meine Familie zu erschrecken. Wir unterhielten uns eine ganze Weile und ich nahm ihm die Beichte ab. Danach war er zufrieden und glücklich. Als ich nach Hause gehen wollte, kamen seine Verwandten zu mir und sagten, wir danken Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Wir wollten Sie rufen lassen, aber wir hatten Angst, den Kranken zu erschrecken. Alle wollten den Priester rufen, aber eine grundlose Angst hielt sie davon ab und der Kranke riskierte zu sterben, ohne sich mit Gott versöhnt zu haben. Eigentlich macht es keinen Sinn, den Priester nicht zu rufen, nur weil der Kranke sich erschrecken könnte. Den Schrecken würde der Kranke dann tatsächlich erleben, wenn er sterben würde, ohne gebeichtet zu haben. In der Gnade Gottes zu sein, das gibt dem Kranken Frieden und eine wunderbare Ruhe. Das Beste, was wir für einen Sterbenden tun können, ist, ihm einen Priester zu schicken, der ihm die Beichte abnimmt. Einen größeren Gefallen als diesen kann man im Leben niemanden erweisen. 68. Zeugnis. Priester und Vater, von Luis Gonçalves Label Puso, Brasilien. In den Tropen der Südhalbkugel gibt es zwei Jahreszeiten, die Regen- und die Trockenzeit. Eines Nachts, im heißen Monat Januar, als es wieder einmal in Strömen regnete, klingelte im Pfarrhaus um 3 Uhr früh das Telefon. Noch schlaftrunken stieg ich aus dem Bett, um diesen unerwarteten Anruf entgegenzunehmen. »Hallo?« meldete ich mich neugierig. »Bitte helfen Sie uns! Unser Haus steht vollkommen unter Wasser!« vernahm ich die verzweifelte Stimme einer Frau. Ich erkannte auch, wer die Frau war, dass sie zu denjenigen gehörte, die mit ihrer ganzen Familie intensiv am Gemeindeleben teilnahm. Ich gestehe, dass ich mich einen Moment lang schwach und hilflos fühlte. »Warum rufen Sie gerade mich an? Dafür ist der Zivilschutz zuständig, die Feuerwehr, die Ordnungskräfte, vielleicht auch das Militär und die Polizei. Warum ich? Was habe ich damit zu tun? Was kann ich denn überhaupt tun?« Nach einer Gedenkminute wurde mir jedoch bewusst, dass ich für sie nicht nur Pfarrer und Priester war, sondern auch Vater und Vertrauensperson. Vielleicht sogar der einzige Mensch, dem sie sich in dieser schwierigen Lage anvertrauen konnten. Bei Tagesanbruch erhielten wir Informationen über das Ausmaß der Tragödie. Die in der Region verfügbaren Hilfsmittel hatten nicht ausgereicht, um allen Bedürftigen Unterstützung zu leisten. Jedenfalls machte ich mich nun mit dem Auto auf den Weg, um die Menschen zu erreichen, die meine Anwesenheit und meinen Trost brauchten. Es regnete immer noch sehr stark, und ich hatte so meine Zweifel und Befürchtungen, aber der Heilige Geist trieb mich an, und ich fuhr los. Um Unfälle zu vermeiden, fuhr ich vorsichtig. Endlich gelangte ich ans Ziel. Einige Leute trugen Schirme, fast alle aber waren vom Wasser völlig durchnässt. Einige weinten, weil sie sämtliche Habseligkeiten verloren hatten. Ich stieg aus dem Auto und näherte mich den Betroffenen. Als mich die Familie sah, die mich um Hilfe gebeten hatte, kam sie mir gleich entgegen. Völlig aufgeregt sprachen alle gleichzeitig auf mich ein. Meinerseits wusste ich nicht, was ich entgegnen sollte. Ich bemerkte jedoch, dass sich die Situation auch ohne Worte zu verändern begann. Wo vorher Verzweiflung herrschte, herrschte nun Vertrauen. Mutlosigkeit war in Hoffnung umgeschlagen, und das nur, weil ich bei den Leuten angekommen war. Einige Männer brachten mich und einige Kinder an einen geschützten Ort. Wir standen auf einem Tisch, der sich unter einem Blechdach befand. Um uns herum herrschte das Nass. Alles war von Wasser umgeben. Die Stimmung aber hatte sich verändert. Die Leute fingen an zu lächeln und jemand brachte eine Thermoskanne mit Kaffee. Ich blieb bei diesen Menschen, um sie zu trösten und zu unterstützen.
Am nächsten Morgen kehrte ich gegen 6 Uhr nach Hause zurück und leitete alles in die Wege, um ihnen Essen und einige Hilfsgüter zu bringen, wobei mich die Vinzenz-Gemeinschaft unterstützte. Ich war innerlich über das Geschehene sehr bewegt. Mein Zuhause war von der Überschwemmung verschont geblieben. Doch das war nicht der Grund für meine Freude. Ich freute mich darüber, dass ich, allein weil ich Priester war, Menschen trösten, ihnen helfen und dazu beitragen konnte, dass Verzweiflung und Angst in Hoffnung umschlugen. Seitdem verstehe ich besser, was es heißt, Priester zu sein. Auch ein Mitbruder hat mich in meiner Auffassung bestätigt. In diesem Moment erkannten die Leute in dir einen Vater, einen Priester und zugleich einen Familienvater. Ein Vater, der sich um seine Kinder sorgt. Jemand, auf den sie sich immer verlassen können, auch wenn scheinbar keine Hoffnung mehr besteht. Danke, Herr, dass du nicht auf meine Ängste geschaut hast und dass du mir erlaubt hast, hier auf Erden ein kleines Zeichen deiner väterlichen Liebe, deiner Güte und deiner Zärtlichkeit zu sein. 69. Zeugnis. Ein Lächeln auf Haiti. Von James Stephen Bromwich, USA. Als Haiti im Januar 2010 von einem furchtbaren Erdbeben heimgesucht wurde, hörte ich eine innere Stimme, die mir sagte: Geh hin. Nachdem sich dieser Gedanke im Gebet und in der Meditation bestätigt hatte, entschied ich mich tatsächlich, dorthin zu reisen. Mit einer Gruppe von Ärzten und Krankenpflegern wollten wir im Hospital Sacro Cuore, einem katholischen Krankenhaus nördlich von Port-au-Prince, unsere Hilfe anbieten. Ein Transporthubschrauber lieferte dort ununterbrochen Verletzte ein. Ich ging dort meinen Aufgaben als Priester nach und half zugleich als gewöhnlicher Krankenpfleger aus, durfte den Menschen also sowohl geistlichen als auch medizinischen Beistand leisten. Nach unserer Ankunft brachen wir auf in die schwer betroffenen Vorstädte, wo ein Fußballfeld in ein Lazarett umfunktioniert worden war. Mehr als 1,5 Wochen arbeiteten wir ohne Unterbrechung. Die Kranken wurden zu uns gebracht und wir trösteten und versorgten sie so gut wir konnten. Die Menschen, um die wir uns kümmerten, waren zum größten Teil Verletzte, die tagelang hilflos und verlassen auf den Straßen von Port-au-Prince gelegen hatten. Als sie zu uns kamen, waren sie in einem erbärmlichen Zustand. Wenn ich nicht als Krankenpfleger arbeitete, erfüllte ich meine Aufgaben als Priester. Ich spendete ca. 300 Haitianern, 80% der Bevölkerung sind katholisch, die Krankensalbung. Ich betete mit ihnen, salbte sie mit dem heiligen Öl und verteilte heiligen Bildchen an alle, die danach verlangten. Überall sah man Verletzte. Amputationen mussten vorgenommen werden. Viele Menschen weinten vor Schmerzen und zu all dem kam die Trauer dazu, alles oder fast alles verloren zu haben. Dennoch konnten meine einfachen Gebete, mein Lächeln und meine kleinen Geschenke den Menschen ein wenig Glück und Hoffnung vermitteln. Von all den Begegnungen mit den Kranken hat mich eine besonders betroffen. Ein kleiner Junge namens Patrick hatte schwere Verletzungen erlitten und außerdem seine Eltern, Freunde und sein Zuhause verloren. Als ich ihm einen kleinen Rosenkranz schenkte, zeigte er ein breites Lächeln, setzte sich auf das Bett und begutachtete ihn. Ich öffnete meine Tasche voller Überraschungen, wo ich Heiligenbildchen und Rosenkränze zusammen mit den liturgischen Geräten für die Sakramente aufbewahrte, zog ein Bildchen des heiligen Antlitzes heraus und gab es ihm noch dazu. Er war sichtlich erregt, als er gefühlvoll das Bildchen küsste und mich dabei glücklich anlächelte. Diese Szene hat mich tief berührt. Und jetzt, während ich davon berichte, kommen mir auch die Tränen. Am gleichen Abend noch, beim Abendessen, erzählten mir die Chirurgen des Feldlazarettes, dass Patrick das Bildchen vom heiligen Antlitz ganz fest an sich gedrückt hielt, als er in den Operationssaal gebracht wurde. Dieser Junge ist mit Sicherheit ein Botschafter vom Reich Gottes. Weitere ähnliche Erlebnisse haben meine Tage in Haiti ausgefüllt, während ich die Sakramente spendete, Rosenkränze verschenkte und Heiligenbildchen verteilte. Eine große, ja unermessliche Freude erfüllte mein Herz, weil ich den Brüdern und Schwestern in Haiti ein wenig Hoffnung bringen und diesen Kindern, die von der Tragödie so stark betroffen waren, ein Lächeln zeigen konnte. Sie haben mir viel mehr geschenkt, als ich ihnen je hätte geben können. 70. Zeugnis. Der eucharistische Jesus hinter Gittern. Von Hugo Oscar Olivio, Argentinien. Es war der 10. Februar 2005.
Ich hielt gerade eine Vorlesung an der Universität, als eine Nachricht von meiner Mutter eintraf, in der sie mir mitteilte, dass das Gefängnis, in dem ich als Seelsorger tätig war, in Flammen stand und unter den Gefangenen ein Aufstand ausgebrochen war. Sofort machte ich mich auf den Weg dorthin. Noch 2 Tage zuvor, am Aschermittwoch, hatte ich für die Insassen die Heilige Messe gefeiert. Während meiner ersten Heiligen Messe dort, in der Kapelle des Gefängnisses, hatte ich die Gefangenen gebeten, dass sie das Allerheiligste immer und um jeden Preis schützen sollten. Diesen heiligen Ort sollten sie verteidigen, ganz gleich, was im Gefängnis vorfalle. Bei meiner Ankunft war ich über die Schwere des Konflikts sehr betroffen. Das Gefängnis brannte lichterloh, viele Stationen waren zerstört worden und im Gebäudeinneren waren viele Menschen eingeschlossen. Es handelte sich vor allem um Verwandte der Gefangenen, die mit offizieller Erlaubnis zu Besuch gekommen waren. Außerdem gab es zahlreiche Geiseln, unter denen sich auch Gefängnisaufseher und höhere Gefängnisbeamte befanden. Ich spürte, dass meine Gegenwart unter den Menschen vonnöten war. Ich musste etwas unternehmen. Es handelte sich um die größte Gefängnisrevolte in der Geschichte Cordobas. Nach kurzer Zeit verließ ein Fahrzeug mit 7 Personen das Gebäude, doch die Polizei brachte es in ihre Gewalt. Inmitten dieser Verwirrung und Angst bat ich die Polizei um Genehmigung, das Gebäude betreten zu dürfen. So näherte ich mich den Toren des Gefängnisses, in der Absicht, die Verletzten, die vom Dach gefallen waren, zu bergen. Außerdem wollte ich als Mittelsmann fungieren, da die Polizei zu verhandeln versuchte, um auf diese Weise wieder Ordnung herzustellen. Im Morgengrauen des 11. Februar, dem Tag unserer Frau von Lourdes, bat ich die Rebellen um Einlass. Ich erhielt keine Antwort. So befahl ich mich dem Schutz der Mutter Gottes an und trat dennoch ein. Zu meiner Überraschung erwartete mich ein Häftling, der mir ein Kästchen mit den konsekrierten Hostien aus der Gefängniskapelle überreichte und dabei sagte: »Padre, ich übergebe Ihnen das, was wir beschützt haben.« Mit dem Allerheiligsten in meinen Händen begann ich meinen Weg zu den verschiedenen Gefängnisstationen. Mein Besuch galt zunächst den Geiseln, die zusammen mit den Familienangehörigen ihrer Freiheit beraubt worden waren. Ich stellte fest, dass es keine Toten oder Schwerverletzten gab, aber man brauchte jemanden, der die Menschen tröstete, sie anhörte und mit ihnen litt. Insgesamt 1800 Personen hatten die ganze Nacht über in dem Gebäude verbracht. Es glich einem Inferno, in dem die Menschen weinten, jammerten und sich in tiefster Verzweiflung befanden. Zu den Geiseln zählten viele Beamte, auch der Gefängnisdirektor. In jeder einzelnen Station bat ich um die Freilassung der Geiseln und die Herausgabe der Feuerwaffen und Messer. Schließlich gelang das Unglaubliche. Die Häftlinge legten an den Türen zu den einzelnen Stationen all ihre Waffen nieder und so konnten wir uns sicher den Geiseln nähern. Als ich in die Kapelle trat, die sich in der Mitte des Gefängnisses befand, sah ich, dass die Insassen, die nicht an dem Aufstand beteiligt waren, den Tabernakel beschützt hatten. Es war der einzige Gegenstand im ganzen Gebäude, der intakt geblieben war. Alles andere im Umkreis war der Zerstörung anheimgefallen. Im Schein einer brennenden Kerze hatten diese Häftlinge die ganze Nacht betend in einer Zelle verbracht. Gegen Mittag war mein Rundgang beendet. Ich verließ das Gebäude durch ein Fenster, das sich am Eingang befand. Ich sprach mit den Staatsanwälten und begleitete 2 von ihnen durch die Stationen, um die Geiseln herauszuführen. Nachdem die Rebellen alle Gefangenen herausgegeben hatten und uns versicherten, dass nun überall Ruhe einkehren würde, dankten wir gemeinsam dem Herrn, weil wir unversehrt geblieben waren. Es war allein Gott zu verdanken, dass an diesem Tag niemand verletzt worden war. Außerdem planten die Behörden keine Repressalien. So endete die größte Revolte, die es je in den Gefängnissen Argentiniens gegeben hatte, den Umständen entsprechend glimpflich. An diesem 11. Februar, am Tag unserer Frau von Lourdes, kehrte wieder Friede ins Gefängnis ein. Auch jetzt noch, Jahre nach diesem schrecklichen Ereignis, danke ich Gott für mein Leben und der Jungfrau für ihren wirksamen Schutz, denn an jenem Tag waren wir alle Zeugen dessen gewesen, was ihre Liebe bewirken kann. Ein Häftling hat mir später geschrieben: »Draußen ist die Welt des Realen, aber auch die Welt hier drinnen ist real. Erfunden sind nur die Gitter. Tun wir alles, damit sie uns nicht trennen.« 71. Zeugnis: Der Leib Christi ist unser Heil, von André Gagnon, Kanada. Ich war erst seit wenigen Tagen in Afrika.
In der Gemeinde, wo ich wöchentlich die Messe feiern sollte, lernte ich ein Paar kennen. Dessen Kind, Jean-Joseph, sollte mein Leben für immer verändern. Als wir uns kennenlernten, war der Ehemann Katechet und seine Frau war mit diesem Kind, dem ersten, noch schwanger. Sie blickten der Geburt mit großer Freude und tausend Erwartungen entgegen. Eines Freitags, während ich mich auf die Messfeier vorbereitete, wurde mir mitgeteilt, dass die Frau gerade entbunden hatte. Von diesem Tag an zelebrierte ich die Heilige Messe jede Woche mit Jean-Joseph, seinen Eltern und einigen Gläubigen aus der Gegend. Das Ehepaar gab dieser Messe sogar einen besonderen Namen, die Eucharistie des Kindes. Nach 1,5 Jahren stellten wir fest, dass das Kind am Gehirn erkrankt war. Es reagierte weder auf die Stimme der Mutter, noch konnte es das Gesicht des Vaters erkennen. Aber noch trauriger war, dass die Eltern das Kind nach und nach immer mehr vernachlässigten. Ich erlebte zum ersten Mal, wie Eltern ihr Kind zurückwiesen. Das bekümmerte mich sehr und ich fühlte mich einfach machtlos. Sicher war für diese Eltern der Schock und die Verzweiflung so gewaltig, dass es ihnen nicht gelang, die Behinderung ihres Kindes anzunehmen. In einer Gesellschaft, wo eine Behinderung als Strafe Gottes angesehen wird, werden solche Menschen oft sich selbst überlassen und sterben an Hunger oder Vernachlässigung. Angesichts einer solch schwerwiegenden Ungerechtigkeit spürte ich jedoch im Innern, dass ich umso mehr ein guter Hirte sein musste. Um den Eltern dabei zu helfen, ihr Kind zu akzeptieren, nahm ich es jedes Mal, wenn ich die Heilige Messe zelebrierte, in die Arme, um es dem Herrn zu zeigen und ihn zu bitten, den Eltern zu helfen, es wieder in ihr Herz aufzunehmen. Bei jeder Eucharistiefeier opferte ich mit dem Brot und dem Wein dieses verwundete, abgezehrte, hilflose Körperchen auf, damit es sich in den lebendigen Leib Christi verwandle, der Leben schenkt. Eines Mittwochnachmittags fühlte sich das Kind sehr schlecht. Die Eltern ließen mich rufen, um nach Möglichkeit gemeinsam die Heilige Messe zu feiern. Jean-Joseph war wirklich sehr schwach und ich vermutete, dass er sterben würde. Sein kleines Körperchen, das schon vom Fieber und der Hitze stark geschwächt war, hatte noch mehr an Gewicht verloren. Es schien mit ihm zu Ende zu gehen. Ich feierte die Eucharistie des Kindes mit den Eltern und einigen Hausnachbarn. Wie gewohnt nahm ich das Kind in die Arme. Es würde wohl seine letzte Messe sein. Die Eltern von Jean-Joseph hatten ihr Kind nun angenommen und beteten eindringlich das Vaterunser mit mir. Wir waren eben bei »Unser tägliches Brot gib uns heute« angelangt, als der Junge ganz schwach seine kleinen Augen öffnete, uns anschaute und sie von neuem schloss, um nun endgültig zu Gott zu gehen. So hatte sich Jean-Joseph von seinen Eltern während der Eucharistiefeier verabschiedet, an der er seit 18 Monaten jede Woche teilgenommen hatte. Dieses Kind versinnbildlicht in gewisser Weise mein Priestertum. Wir kamen zur gleichen Zeit in Afrika an und dank seiner Geburt konnte ich mein Priestertum mit den Armen und für die Armen leben. Jean-Joseph gehört zum Leben des leidenden Jesus, ein gebrechlicher Leib, dessen sich Gott bediente, um mir zu zeigen, dass ich klein, schwach und erbärmlich vor dem Elend der Welt bin. Gleichzeitig erkannte ich, dass die Kraft des Geheimnisses der Eucharistie und das Priestertum wirklich die Welt verändern können. Wenn ich die heilige Eucharistie feiere, sehe ich auch heute noch Jean-Joseph bei mir und lasse mich von der Macht und der Kraft des Leibes Christi durchdringen, der sich geopfert hat, um die Welt zu retten. 72. Zeugnis. Es gibt immer Hoffnung, von Vito Lapace, Italien. Knapp 2 Jahre nach meiner Priesterweihe hatte ich wieder einmal einen dieser Sonntage, an denen alles schnell erledigt werden musste. Heilige Messe um 9 Uhr, um 10 Uhr Kindermesse, Beichte hören während der Messe um 11.30 Uhr und so weiter. Ich saß müde und lustlos im Beichtstuhl, als eine Frau kam. »Padre, darf ich beichten?« »Sicher.« »Erinnern Sie sich noch an mich?« »Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht mehr, woher.« »Ich bin in der Osternacht zur Beichte gekommen. Ich war verzweifelt und habe viel geweint. Ich war unerwartet schwanger und hatte entsetzliche Gedanken. Was Sie mir gesagt haben, hat mich beruhigt und wieder aufgebaut. Jetzt möchten mein Mann und ich, dass Sie dieses wunderbare Mädchen, das gerade hier links von Ihnen ist, taufen.« Da war ich sprachlos. Ich war in den Beichtstuhl gegangen und hatte einen hektischen Tag ohne Besonderheiten erwartet.
Ich hatte mich außerdem schlecht gefühlt, weil ich einfach mutlos war. Da zeigte mir der Herr, wie er wirksam handelt, unabhängig von meinen Gedanken, meiner Schwäche und meiner Niedergeschlagenheit. Über dieses Erlebnis habe ich mich sehr gefreut. Jedes Mal, wenn mich düstere Gedanken heimsuchen, erinnere ich mich daran und schöpfe wieder Mut, um mich Gott als Werkzeug zur Verfügung zu stellen.